Ich zeige euch jetzt, wie man den Buchstaben G wie Giraffe schreibt. Mach einen großen Bogen nach unten, dann gerade nach oben und wieder nach unten. Und zum Schluss einen kleinen Strich. Das üben wir nun. Ich kann euch auch das kleine G zeigen. Das wäre toll, aber bitte noch einmal den Film mit der Giraffe. Ach ja, der hat mir auch gefallen. Na dann, viel Spaß! Beim kleinen G fängst du in der Mitte an, mach einen kleinen Kreis. Wenn du oben angekommen bist, gehst du mit einer geraden Linie wieder nach unten und zum Schluss einen kleinen Bogen. Toll, das kann ich. Ich übe nochmal mit vielen Farben. Wow!